Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren das letzte Mal hier in der vorletzten Mission der Römer angekommen und haben unseren Streifzug, unseren Kreuzzug durch Italien angefangen. Wir haben hier Rom erobert schon. Julius Caesar, genau. Rom, Kapitol. Und wir sollen jetzt hier weiter durch das Land ziehen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Wir haben hier noch so ein paar Städte, wo wir allerdings leider nicht handeln können. Von daher, ja, bin ich mal gespannt, was die uns jetzt hier sagen, wenn wir jetzt hier einmarschieren. So, rein, los. Rein hier. Zack. So, Caesar. Das Kapitol sollst du anwählen. Ah, nee. Okay, schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier noch was machen müssen, aber... Nö. Dann doch nicht. Okay, alles klar. Da müssen wir tatsächlich... Also wir müssen in dieser Mission tatsächlich auch nur Einheiten platt machen. Das heißt im Prinzip, ja, nur Einheiten platt machen. Weil wir keinen Senator mehr haben und, nicht handeln können. Von daher, ja, bleibt uns kein anderer Weg übrig. Wobei ich hoffe ja, dass das mit den Einheiten platt machen getan ist. Nicht, dass das wieder so ein Mist ist mit dem Handeln hier. Was ist denn hier unten noch? Da unten ist auch noch was. Was ist denn hier unten noch? Hm, witzig. Hier unten ist gar nichts. Hier ist gar nichts, Freunde. Die Grenze, genau. Ich hoffe halt, dass der nicht noch irgendwo diese Einheiten, die Einheiten versteckt. Da sind noch... Oh, jojojojo. Och, du Scheiße. Oh Gott. Da ist er. Titus Libunus. Labinus. Oi, 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 oi. Das ist heftig. Mittelalter-Schlacht. Beziehungsweise antike Schlacht hier. Der Titus Labinus, da ist er. Getreidelieferungen aus Ägypten sind auf dem Weg nach Rom. Schützen Sie diese Lieferung vor Pompeius Streitkräften. Ja, was macht ihr hier? Was machst du hier? Okay. Dann alle auf diesen Labinus, genau. Titus Labinus. Ahaha, Pompeius und Titus fliehen nach Brundisium, um per Schiff nach Griechenland zu fahren und sich dort neu zu formieren. Nix da. Nix da. Nix da. Da entkommen die einfach. So. Per Schiff wollen die fliehen hier. Nö, das gibt's aber nicht. So. Lustig. Ihr seid witzig, echt. Was ist jetzt? Pompeius und Titus sowie der größte Teil ihrer Streitkräfte sind nach Griechenland geflohen. Wir müssen nachsetzen und ihn endgültig niederwerfen. Ah. Wir können Schiffe bauen und das Ionische Meer überqueren, riskieren dabei aber von den überlegenen griechischen Seestreitkräften angegriffen zu werden. Ihre Patrouillen machen jegliches Übersetzen riskant und kostspielig. Andererseits könnten wir nach Norden ziehen und den Landweg nehmen. Dort allerdings müssen wir wahrscheinlich einige von Pompeius' mazedonischen Verbündeten angreifen. Das wird eine lange und möglicherweise blutige Reise durch schwieriges Gelände. Na super. Aber wir können uns jetzt hier vernünftig aufbauen. Das ist doch schon mal die Hauptsache. Aber wir haben hier kein Krankenhaus, ne? Aber wir haben hier oben noch diese Bürger. Okay. Gut. Pompeius und Titus sowie der Rest ihrer Streitkräfte müssen vernichtet werden. Nehmen Sie entweder den Landweg nach Norden oder versuchen Sie vom Wasser aus in Griechenland zu landen. Ich würde sagen, wir... Oh, cool. Wir kriegen Ressourcen. Ich würde sagen, wir probieren das über Wasser, weil es ist näher dran. Da habe ich auch noch zwei Einheiten hier rumstehen, okay. Nach Elysium. So, wir können Bürger bauen. Finde ich gut, wenn die Getreidelieferung kommt. Können diese Bürger jetzt auch Mühlen bauen? Vernünftige Mühlen bauen. So. Getreidelieferungen. Nach Rom? Perfekt. Ägypten. Vielen Dank für eure Unterstützung, Ägypten. Genau. Und, naja, wir haben jetzt hier ein Dock.
Da können wir Schiffe ausheben. Gold brauchen wir auch. Oh, shit, stimmt. Wir brauchen ja noch die ganz normalen Ressourcen hier. Shit, Freunde, stimmt. Verdammt. Ha. Ich mach mal lieber das. Was zur? What the hell? What? Ja gut, das Dock brauchen wir nicht unbedingt, aber... Wir werden angegriffen. Was zur... Ja gut, aber wir brauchen ja... Hä? Quatsch. Wartet mal. Ach Gott, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht, was der hier macht. Wir brauchen ja auch Gold und so, ne? Wartet mal, Gold. Gold, Gold, Gold. Wo haben wir denn hier Gold? Wir haben hier überall nur Eisen. Wir brauchen mehr Bürger. Oh, was ist denn hier los? Wollt ihr mich denn ganz komplett verkackeiern? Was ist denn hier los? Ach, du Heilige. Hä? Funktioniert das jetzt mit der Mühle? Wen kann ich besiegen? Funktioniert das jetzt mit der Mühle vernünftig? Ziehen wir die mal hoch. Ich will das jetzt einfach nur ausprobieren. Ach du Scheiße. Ja, macht mir ruhig das Stadtzentrum hier noch im Arsch, ey. Ihr seid mir... Nee, das geht nicht. Wir können irgendwie keine Bauernhöfe bauen. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich den Landweg nehmen. Können aber auch keine Einheiten ausbilden, weil wir keine Ressourcen haben. Das heißt, wir müssten hier oben... Wir hätten hier Eisen zur Auswahl. Ja, mach mir ruhig alles platt hier. Wir haben ja auch kein Eisen. Ah, schaut mal da. Da sind zwei Nahrungsfelder. Hm. Okay. Wir werden angegriffen. Ach ja, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Echt. Das muss doch jetzt sein. So, Krankenhaus können wir bauen. Sehr gut. Ich muss mal ein bisschen hochzuheilen hier. 36 von 160. Och, jetzt hört doch mal auf. Echt. Bratte, 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 bratte. Okay. Okay, der... Wir werden angegriffen. Du nervst. Wir werden angegriffen. Stets zu Diensten, Tribut. Ja, genau. Ah, genau. Ah, sehr gut. Die Pilumträger. Die können den kaputt machen. Wunderbar. So. Ah, perfekt. Zum Glück habe ich Pilumträger. So, brauchen aber auch wieder... Wir brauchen eigentlich alles, ne? Irgendwie brauchen wir gerade alles. Nee, die Bürger... Haben wir hier unten vielleicht ein Vorkommen irgendwie was? Ein Eisenvorkommen oder so? Nee, gar nichts. Toll. Gar nichts haben wir. Und wir können ja auch keine Mühlen bauen. Weil die nichts bringen scheinbar. Toll. Das heißt, wir brauchen eigentlich... Was zur... Geh doch dahin. Wir haben ja auch keine Tiere irgendwie, die wir töten könnten, oder? Ich weiß, das klingt brutal, aber... Ne, da haben wir Steine. Da hätten wir ein paar Steine. Oh! Ah, okay. Schritt für Schritt. Jetzt werden wir wieder von beiden Seiten hier angegriffen. Pilumträger, ihr macht das. Kommt. Ihr macht das. Kein Verlieren. Ach, verdammt. Ja, gut. Aber hey. Sehr gut. Kaserne. Haben wir hier Pilumträger? Keltische Krieger. Cool. Ich brauche hier irgendwas, was... Ach du Scheiße. Ich brauche hier irgendwas, was mich hier verteidigt.
Baba, bitte hier so einen Bogenschützen-Schießstand. Ich meine, ich habe zwar kein Gold, aber... Oh Mann, das gefällt mir gar nicht mit den Schiffen hier. Ja, ziehen wir mal ein bisschen schneller. Die Pilumträger. Wo sind die Pilumträger? Da sind die Pilumträger. Geht mal bitte zurück. Ich möchte, dass sie hier beschützen. Oh Gott. Das ist gerade echt ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Sorry, aber was ist denn hier los? Man kriegt hier nur die Ressourcen, die hier unten mit den Schiffen angeschissen kommen. Wir haben jetzt einiges an Holz. Da ist gerade ziemlicher Mist. Die Pilumträger brauchen auch noch ewig. Und wehe, ihr macht jetzt hier meinen Konvoi kaputt. Nein! Okay. Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt, was ich hier machen soll. Macht mal schneller, was ist denn hier los? Boah. Was für eine Mission. Das alles nur, weil wir nicht handeln können. Jetzt hör auf! Hör mal! Hör mal, nix da. Wo fahrt ihr hin, Ägypten? Ah, Gott sei Dank. Okay. Die müssen einfach nur ankommen. Wunderbar. Aber auch nur Nahrung, ne? Die kriegen nur Nahrung. Dann müssen wir halt Eisenbienen erschließen. Pilumträger. So. Wir müssen dann halt die Eisenbienen erschließen. Ja, Gold kriegen wir nicht. Gold gibt's nicht. Verdammt. Aber, meine Pilumträger sind da. Sehr schön. Dann seid ihr jetzt Geschichte, meine Freunde. Pilumträger, du kommst nochmal mit. Du kommst mit. So. Für die letzten Goldeinheiten, die ich hier noch hab, ey. Was? Ich fürchte zwar, dass der mich platt macht hier. Ach du Scheiße, ja. Okay, aber... Wir können uns hier zumindest ein bisschen was ver... Ach du Scheiße, nee. Nein, 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 nein. Das ist too much. Das ist echt too much. Das heißt, wir brauchen eigentlich... Ja, wir brauchen alles, ne? Wir können aber massig Bürger ausheben. Brauchen aber auch Steine. Holz haben wir jetzt genug. Aber wir brauchen leider auch noch Gold dafür. Das ist das Problem, Freunde. Ja, toll. Wir brauchen Gold für die Schiffe. Wo ist denn hier das Gold? Verdammt. Haben wir hier nirgendwo Gold? Wir haben nirgendwo eine Goldmine. Wir haben hier nur Eisenminen. Ah, da! Doch! Stopp! Da ist eine. Ja, toll. Wir können aber keine... Na, super. Wir können keine neuen Siedlungen bauen. Ja, okay. Das heißt aber dann im Prinzip... Ja, wir hätten hier Eisen. Oh Gott, Freunde. Das dauert ja ewig, bis die da oben sind. Ja, mein Lord. Ja... Toll. Das wäre halt natürlich besser gewesen, wenn wir die Städte jetzt hätten, ne? So ist das Kacke, muss ich ehrlich sagen. Aber auch machbar. Also ich meine... So, dann haben wir die 6 hier für... Da ist das Gold. Hier ist das Eisen. Sehr gut. Langsam aber sicher, Freunde. Ja, aber wenn hier kein Dock mehr steht, das ist dann auch ein bisschen Kacke. Verdammt nochmal. So, wisst ihr was? Komplette Armee, kommt mal hier hin. Weil ich glaube, wenn das Dock kaputt gemacht wird, dann ist das scheiße. So. Lenkt ihm einfach mal ein bisschen ab. Einfach ab... Ah, verdammt. Einfach ablenken. Ich möchte nicht, dass dieses Dock jetzt noch hier kaputt geht.
Alter Falter, ziehen die viel ab? So. Alter, puh. So. Einfach ein bisschen ablenken hier. Bisschen ablenken. Bis meine Armeen da sind. Aber das bringt ja auch nichts. Verdammt. Verdammt, das wird mir gerade ein bisschen zu viel. Die brauchen ja auch ewig, bis sie mal woanders sind, ne? Verdammt, okay, das heißt, ich muss das Spiel nochmal laden. Sorry, Leute, sorry. 13.18 Uhr, das war 5 Minuten her, ja. Kommt, ist okay. Okay, das war also dann hier vor. Oh Gott. Oh Gott, das heißt, wir müssen hier eigentlich direkt die Bürger von hier oben zum Gold schicken. Genau, zum Gold schicken. Und die ganze Angriffsarmee mal hier hinziehen. So. Und dann haben wir auch 6 hier fürs Gold. Genau, fürs Gold. Wir werden angegriffen. Ja, ich weiß. So. Dann haben wir hier 6. Dann haben wir hier unten. Ja, toll. Ich kann keine neuen Siedlungen bauen. Das ist natürlich mega kacke jetzt gerade. Das ist natürlich mega kacke. Was mache ich denn jetzt mit denen hier? Keine Ahnung, das Gebiet ist ja auch so weitläufig hier. Das ist gerade extrem. Also, es ist gerade echt extrem, muss ich sagen, mit den Schiffen hier. Ja, okay. Kann ich denn die Bürger besiedeln? Ja, könnte ich, aber was, wofür? Ach Mensch, Freunde, was ist denn das hier? Steine hätten wir da. So, die bringen jetzt einiges an Gold wieder zurück, ja, aber das dauert halt extrem lange mit dem Gold, ne? Das ist halt das Problem, Freunde. Das ist gerade echt mein Problem. Dann gehen die zum Eisen. Gut, dann habe ich jetzt noch gleich die 6 für die Steine. So sei es. So sei es, genau. Ja, lass die Schiffe sich ruhig hier austoben, ey. Ist in Ordnung. Gut, dann. Ich hoffe halt, dass die möglichst nah an Land kommen. Ne? Dass die nah an Land kommen, genau. So, weil dieses Dock darf ich halt nicht verlieren. Ne, das ist es halt. So, dann geht doch mal bitte hier zum Krankenhaus, Freunde. Ja, jetzt wird's langsam kritisch. Jetzt wird's kritisch. Aber ich krieg's halt nicht hin. Das sind halt Schiffe. Und da kommen wir halt nicht hin, oder? Nee, da kommen wir nicht hin. Das bringt nichts. Das ist reiner Selbstmord. Das ist reiner Selbstmord da unten. Boah, das ist reiner Selbstmord. Echt. Reiner Selbstmord. Ach du Heilige, was? Wie weit könnt ihr denn schießen? Sagt mal. Wie weit könnt ihr denn ballern? Na, komm schon. Ich brauch Gold. Mehr Gold hier. Ja, klar. Kommt. So. Boah, die brauchen aber auch sehr sau viel Gold irgendwie, ey. Die müssen halt eine halbe Völkerwanderung machen, bis die mal ankommen. Brr. Ist halt echt blöd, ne, dass ich hier nicht handeln kann. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt, muss ich tatsächlich sagen. Also 3 Schiffe. Na komm, Julius, lenk die mal ein bisschen ab. Lenk die mal ab. Komm, ich brauch dieses Dock. So, ich brauch dieses scheiß Dock. Verdammt nochmal.
So, Julius, lenk die mal schön ab hier. Ich brauche dieses scheiß Dock noch. Ah, wartet mal. Wartet mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wenn die den hier fokussen, genau. Wenn die den fokussen? Ach du Heilige. Da können ja die guten Pilumträger. Okay, sehr gut. So kriege ich die Schiffe weg, Freunde. So kriege ich die weg. Okay. Ja, so kriege ich die Schiffe weg. Guckt mal. Oi, 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 oi. Okay. Hahaha, sehr schön. Boah, ey. So. Alter. So. Zum Glück sind die Schiffe dumm. Echt. Zum Glück sind die dumm. So, und weg damit. Oh, Gott sei Dank. Reparieren. Los, reparieren. Pff, okay, alles klar. Gut. Boah, das war knapp. Aber hey, wir haben's. Wir haben's doch. Sehr schön. Brauchen wir mal 6. Okay. Puh, Gott sei Dank. So. Nur durch diese Master-Taktik hier haben wir es jetzt überlebt. Und wir brauchen unbedingt Steine, ne? Für die Türme. Wir werden angegriffen. Och nö! Nicht noch einer! Komm, Julius. Komm, Julius, genau. Lass dich mal beschießen. Genau. Und ihr könnt dann wieder hier... Genau. Sehr gut, genau. Den kriegen wir so kaputt. Das ist natürlich geil, ja? Und der Bürger ist jetzt natürlich weg, klar. Aber hey, es lohnt sich. Und bam. Sehr schön. Zum Glück haben wir hier Pilumträger, ohne Witz. Die Frau sieht aber gut aus. Na gut. Egal. So, wir kriegen nach und nach kriegen wir unsere Ressourcen hier rein. Das heißt, die müssen hier unten zum Stein. Ah, das dauert auch lange. Das ist auch weit weg eigentlich. Aber hey, alles okay. So, alles noch okay. Mit ganzem Herzen. So, dann hier jetzt nochmal eine neue Frau für das Dock hier unten. Bam, 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 bam. Genau, mach die mal bitte ein bisschen stärker. Und mehr Reichweite vor allem. Ja, toll. Dann ist das Gold schon wieder weg. Ja, krass, Freunde. Das wird dann ein bisschen länger dauern. Reparieren das Dock. Zum Glück haben wir diese Master-Taktik hier mit dem Julius gefunden. Ey, oh Mann. Ja. Die holen Steine rein. Sehr schön. Und die, ja, was können die machen? Nichts eigentlich. Ah, Palisaden! Wir können wenigstens Palisaden bauen, aber... ich weiß es ja nicht, ne? Ihr könnt mit hier oben zum Holz kommen. Ihr könnt mit zum Holz, genau. Weil im Moment haben wir niemanden, der Holz reinbringt. Genau, Freunde. Und dann ist die Folge eigentlich schon wieder voll, aber... ich würde sagen... Ja, was soll ich sagen? wir spielen weiter. Okay. Genau, hier könnten wir jetzt noch ein paar Armeen ausheben, aber wozu soll ich Armeen ausheben? Erstmal nicht. Erstmal müssen wir unsere Ressourcensicherung hier finden. Ressourcen hier sichern. So, Dock. Ein zweites Dock, bitte. Oder ne, eins reicht ja erstmal. Eins reicht ja erstmal, ne? Warum schicke ich die eigentlich hier unten hin? Hier in der Mitte ist doch jede Menge Holz. So. Oh, die Steine. Perfekt, da kommen Steine rein. Die.
können ja hier oben hin. Zum Holz, genau. Ja, dann... Ah, da kommt doch noch was. Da kommt noch was. Geil, Freunde. Getreidelieferungen. Perfekt. Das heißt, wir können uns jetzt Schritt für Schritt hier aufbauen. Wunderbar, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Ich würde sagen, ich mache jetzt eine 35-Minuten-Folge draus. Ja, das passt schon soweit. Aber ich muss mir gerade überlegen, was ich wie, wann, wo aufbaue. Nahrungsmittel Gold. Da ist schon wieder was. Okay, alles klar. Dann, Caesar, komm mal raus. Caesar, komm. Genau. So, dann kommt ihr Pilumträger bitte nach vorne. So. Genau. Genau. So. So machen wir die Schiffe platt. Sehr schön. Und kabam und kabam und weg damit. Sehr gut. Alles klar, sehr schön. Da haben wir jetzt unsere Master-Taktik hier gefunden. Das ist natürlich schon cool. Und wir haben auch schon 470 Eisen. Ach, ich liebe dieses Soundtrack. Wir haben jetzt auch schon ein paar Sachen an Eisen, ne? Die haben die Steine reingebracht. Wisst ihr was? Ich baue hier unten einen Turm hin. Ja. Nee, lass das mal. Bau mal lieber Holz mit ab. Puh. Galeere. Kriegsschiff. Fregatte. Der kommt immer mit Kriegsschiffen an, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob das mit den Schiffen so sinnvoll ist. Ich spare einfach mal ein bisschen weiter. Ja, ich meine, was kriegen wir? Wir kriegen nur Nahrung. Gut, das heißt, dann brauchen wir auch gar keine Bürger für die Nahrung. Wir brauchen ja gar keine Bürger für die Nahrung dann. Okay. Wir brauchen eigentlich nur mehr Ressourcen, ne? Aber wir haben ja nur diese zwei Minen hier. Das ist echt wenig, muss ich sagen. Das ist echt ein bisschen wenig. Da unten könnte man noch ein bisschen weiter gehen, ne? Wartet mal. Da unten könnte man noch ein bisschen erkunden. So. Wen du besiegen kannst, sage ich dir später. Ich baue mal einen Reiter und gehe mal ein bisschen hier unten erkunden. Vielleicht haben wir ja hier ein paar Vorkommen. Wer weiß. Okay, Freunde. Dann. Boah, wir haben viele. Gallischer Krieger, klar. Ein Meuchelmörder, was? Hat versucht, Caesar zu töten. Was? Wie geil. Okay. Ein Meuchelmörder. Sind wir jetzt hier bei Tenchu oder was? So. Dann gehst du mal bitte hier unten hin. Mal gucken, ob wir hier noch was haben. Oder wartet mal, können wir das nicht sehen, wenn wir hier auf die Karte klicken? Nee, da sieht man keine Bienen. Okay. Alles klar. Ja, Freunde, somit bleibt eigentlich nicht viel mehr übrig, als die Karte noch ein bisschen zu erkunden, weitere Ressourcen zu sparen. Und uns für die Schlacht zu rüsten. Ja, ich bin mir halt unsicher, ob ich jetzt tatsächlich den Seeweg gehen soll. Mach mal, komm, mach mal ein Kriegsschiff. Mach mal ein Kriegsschiff. Eisenholz! Ah, okay, das ist gut. Eisenholz. Nur die Kriegsschiffe brauchen Gold. Aha, ja, das ist natürlich dann geil. Okay. Ja, dann können wir doch ein paar Schiffe bauen. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Weil Eisen haben wir eigentlich genug. Beziehungsweise hatten wir genug. Jetzt nicht mehr. So, wo führt dieser Weg hier hin? Ins Nichts oder was? Tatsächlich ins Nichts. Ah, verdammt. Verdammt, ich brauche mehr Minen oder sowas. Ja, Minen brauche ich.
Sollen wir es echt mit Seeeinheiten machen? Ja, ich glaube schon. Weil die Seeeinheiten, die sind da ein bisschen schneller. Beziehungsweise unkomplizierter unterwegs. So, da kommt wieder was? Ja. Ach du Heilige. Pilumträger, kommt mal her. Das geht nämlich nicht gut. Kriegsschiff gegen Kriegsschiff. Aha, so, hier. Oh, komm. Oh. Na gut, okay. Aber wir können uns verteidigen. Alle Mann an Deck. Genau. Wir können uns verteidigen. Das ist sau gut. Okay, was machst du jetzt hier? Ja, hier gibt es leider nichts mehr, ne, für uns. In Süditalien. Leider sehr rohstoffarm. Habe ich gar nicht gewusst, dass Italien so rohstoffarm ist. Na gut, dann gucken wir hier oben nochmal ein bisschen weiter. Wir können halt auch einen Mass-Pilum-Träger bauen, ne? Aber wozu, wenn wir Schiffe haben? Das ist halt, ja. Sinnlos ein bisschen. Ah, da kommt wieder eine Lieferung für uns. Nahrungslieferung. Okay. Das heißt aber auch, dass wir echt mit Nahrung hier zugebombt werden, ne? Geh doch da rein, was? Okay. Du willst nicht in den Wald rein, ja, das kann ich schon verstehen. Aber gut, Freunde. Oder sollen wir doch den Landweg nehmen? Wartet mal, ich guck mir mal die Karte an. Der Landweg ist anstrengender. Der Landweg ist definitiv anstrengender. Oh, was ist das denn hier? Guck mal, hier kommen wir rein. Was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas? Ja, wobei, wartet mal, wenn ich aber über Land gehe... Das ist dann aber gar nicht so verkehrt. Da sind Felder. Gar nicht so verkehrt, wenn wir einfach sehr viele Landeinheiten bauen, ne? Weil die Schiffe brauchen halt extrem viele Ressourcen. Das ist jetzt echt gerade eine Überlegung, ne? So. Schon aber kein Gold mehr. So, Eisen haben wir ja. Eisen haben wir ja genug. Und bäm. Ach, verdammt. Jetzt haben wir doch wieder kein Eisen. So schnell geht das. Aber passt schon. Oh, Konsul. Ach du Scheiße. Was brauchen die denn an Rohstoffen, ey? Wen kann ich besiegen? Das sage ich dir beim nächsten Mal, wen du besiegen kannst, weil ich glaube, die Folge ist gleich auch zu Ende. Ja, blöd. Es scheint, als wäre das Volk von Asculum nicht in der Lage gewesen, seine jüngste Weizenernte einzubringen, bevor es hinter seinen Mauern verkroch. Vielleicht könntet ihr eure eigenen Bürger dazu bringen, die Ernte für sie abzuschließen. Dann wird die Stadt euer Wohnwoll zu schätzen wissen. Aber wo denn? Bringen Sie 4 Bünge auf die Bauernhöfe von Asculum, wenn Sie dort helfen möchten. Asculum? Wo ist denn Asculum? Wo war nochmal Asculum? Bauernhöfe. Wobei, wir haben eigentlich genug Nahrung. Asculum? 4 Bürger. Wo ist denn Asculum, verdammt? Das wird ja auf der Karte gar nicht angezeigt. Schwierig. Echt schwierig gerade. Weil hier unten sind Bürger. Da kommen die Schiffe an, sehr gut. Ich meine, Nahrung kriegen wir ja genug. Bauernhöfe, aber ich sehe hier auch keine Bauernhöfe. Was ist das jetzt hier? Achso, nee, das ist nur... Ah, verdammt, man sieht keine Stadtnamen. Ah, hier das. Oh, das wäre geil. Das wäre geil, wenn wir das jetzt noch kriegen würden hier. Oh, Holz kriegen wir einiges rein. Ja. Haha, aber keine Chance mehr. Keine Chance mehr. So, du gehst bitte mit zum Farmen. Das wäre natürlich cool, wenn wir die Stadt dann kriegen würden. So. Da, hier diese 4 Bauernhöfe sind das, glaube ich, ne? Kann sehr gut sein, ja. Kann sehr gut sein. So.
Guckt euch die an. Ja. Richtig cool. Okay, das sind zumindest 4 Bauernhöfe. Ich weiß ja nicht, ne? Also, ob das hier die Stadt ist, die wir brauchen. Italien steht da nur dran. Da steht nur Italien dran, tatsächlich. Okay. So sei es. Aber... Ah, okay. Jetzt haben wir 4 Bürger zwar verloren, aber... Gut, dann haben wir jetzt hier geholfen. Und was ist jetzt hier? Nein, hör auf. Kommt jetzt hier noch irgendwas? Wenn sie dort helfen möchten. Ascolum, okay. Ich hoffe ja, dass die sich uns anschließen. Ne? Ich hoffe ja, dass die sich uns anschließen, weil die haben eine Belagerungswaffenwerkstatt. Und die können uns mal ein paar Ressourcen liefern. Ah! Geil! Ascolum ist von eurer zur Schaustellung von Großzügigkeit beeindruckt und hat sich entschlossen, euch Tür und Tor zu öffnen. Haha! Ich wusste es doch, dass wir da irgendwas noch kriegen. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier... Wunderbar. Sehr schön. Wir haben hier noch eine Siedlung. Beziehungsweise ein... Ja, toll! Achso, wartet mal. Das kann man ja aufmachen. Genau, die können wir ja aufmachen. Sehr schön. Ascolum, vielen Dank. Auf jeden Fall. Wir haben hier ein neues Stadtzentrum. Bürger können aber immer noch keine Siedlung bauen. Neues Stadtzentrum? Ja, fürs Gold, ne? Das ist näher dran. Aber hey, cool. Das heißt, wir können hier weiter Holz hacken. Und wir können uns hier dann... Ja, würde ich sagen. Manche Mörder haben versucht, Cäsar zu töten. Ja, toll. Kurzschwertkämpfer, ach wie süß. So, alles klar. Dann würde ich mal sagen, sammeln wir uns beim nächsten Mal für den großen Angriff hier. Beziehungsweise, ja, so viel wie wir halt uns sammeln können. So. So, dann können wir hier noch ein paar Reiter bauen. So. Genau, Freunde. Wir heben unsere Armeen aus. Und ja, Verteidigung für die Schiffe haben wir hier. Das passt alles. Und ja, wir haben eigentlich zu viel Holz, glaube ich. Steine? Ja, kommt. Wir können hier Türmchen aufbauen. Ich würde sagen, so als Unterstützung für die Verteidigung hier unten. Das machen wir mal. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Und... Ja, das heißt, beim nächsten Mal sammeln wir dann unsere Armee und gehen über Land, glaube ich. Das ist ein bisschen angenehmer. Ja, wobei, da kommen wieder Schiffe. Ob das jetzt ein schlechter Zeitpunkt war, für die Türme aufzubauen? Ich weiß es nicht. Setzsegel! Okay, alles klar. Ich stelle die einfach mal so hier hin. So als Schutz für den Bürger. Ja, ich wusste es. Alle drauf da, los. Alle drauf da. Verdammt nochmal. So. Alle drauf. Schön mit den Feuerkanonen hier. Bams, Feuerkugeln. Ich wusste es. Immer wenn nämlich hier so eine Lieferung kommt, dann kommen auch die Schiffe. Oh. Da ist eine Bürgerin bei. Okay, cool. Ja, ich wollte ja noch ein paar Bürger so als Verstärkung für die Ressourcen hinschicken, ne? Fürs Gold vor allem. Wo ist das Gold? Ah, hier rechts ist das, genau. Hier rechts ist das Gold. Ja, guckt euch das an. Die brauchen viel zu lange. So. Oh, das sind aber... Ah, da ist wieder eine Steinlieferung gekommen. Sehr gut. Ja, mein Lord. Mein Lord. Ja, mein Lord. Gewiss. Genau. Gewiss. So. Dann haben wir jetzt hier noch eine Verstärkung für die... So sei es. Für das Goldvorkommen da. Und ich würde sagen, ich baue einfach mal hier. Ganz cool. Ein Katapult. So. Weil wir es können.
Und ja, dann... Was können wir hier noch bauen? Wir könnten hier keltische Krieger bauen. Standartenträger, römische Legionäre. Ne, ich baue hier die Centurions. Centurios, genau. Das passt doch besser. Okay, dann können wir hier noch ein paar Pilumträger bauen, tatsächlich. Und ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. wir haben den Einstieg weiterhin geschafft. Und genau, ja. Bauen wir uns beim nächsten Mal weiter unsere Armeen auf. Wächst ja schon ein bisschen was. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.